Hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von Frau Farbenfroh. Ja, Frau Farbenfroh und ich, also die liebe Jule, wir haben eine kleine Kooperation. Und zwar habt ihr bestimmt schon gesehen, dass sie einen Adventskalender für ihren Sohn gemacht hat und noch einen Teekalender. Die Videos verlinkt sie euch sicher gerne in der Infobox. Und ja, heute bin ich mal dran. Wir haben eine Kooperation und zwar stelle ich heute meinen Kalender vor. Ich habe nämlich einen puren Mädchenkalender und den will ich euch jetzt zeigen. Denn ich habe letzte Woche ganz spontan einen Stoffkalender bei Lidl gefunden und ich hatte eigentlich so eine Schokoladenkalender gehabt und ich habe gedacht, das reicht dies Jahr. Aber dann habe ich dann noch diesen süßen Stoffkalender gefunden und den werde ich euch jetzt mal einfach zeigen. Und dann habe ich natürlich spontan, wie ich bin, beschlossen, es gibt noch einen selbstbestückten Kalender dies Jahr. Und so sieht der nämlich aus. Ja. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. So. Auf jeden Fall, den werde ich mit euch dann auspacken und bestücken. Und ich hoffe, euch gefällt das. Vorher zeige ich aber, was ich reinmachen will. Und zwar habe ich da einfach mal gekauft solche Häuser hier, so eine Schokoladenhäuser von Kinder. Und da sind ja ganz viele Sachen drin. Da ist ja Ü-Ei drin, Kinderschokolade. Und die werde ich einfach öffnen. Und dann mache ich in jedes Türchen drei Kleinigkeiten, weil ihr wisst ja, ich habe drei Kinder. Und der Kalender ist quasi für alle Kinder. Und da kommen jeden Tag drei Sachen rein. Zum Beispiel sowas. Also es wird auch ein Schokoladenkalender. Viele mögen das ja nicht zur Weihnachtszeit, zu viel Schokolade. Aber ich bin ja der Meinung, ein Schokoladenstück am Tag ist völlig in Ordnung und gehört mit zur unserer Ernährung dazu. Es gibt natürlich Leute, die leben zuckerfrei, das dürfen sie auch gerne. Meine Kinder dürfen in der Weihnachtszeit Minimum ein Stück Schokolade am Tag haben und deswegen wird dieser Kalender auch mit Schokolade bestückt sein. Aber es kommt nicht nur Schokolade rein, es kommen noch andere Sachen rein, die zeige ich euch jetzt. Und zwar habe ich zum Beispiel geholt von, auch von Lidl, so eine Brausetabletten. Einmal von Anna und einmal von Elsa. Genau. Und was haben wir noch gekauft? Dann habe ich gekauft so eine Badekristalle. Und Badekugeln. Ja. Und ja, da der Kalender ja auch gleichzeitig für meinen Sohn sein soll, werde ich ihm höchstwahrscheinlich, so habe ich es letztes Jahr gemacht, in Geschenkpapier immer so 50 Cent und 1 Euro Stücke einwickeln. Weil die Mädels freuen sich natürlich über sowas hier. Und mein Sohn freut sich natürlich, wenn er ein paar kleine Taler in der Spartbüchse hat. Und deswegen werde ich ihm dieses Jahr wieder ein paar Cent einstecken. Das habe ich letztes Jahr auch so gemacht und er hat sich riesig gefreut. Und zum Schluss waren im Kalender, ich glaube, um die 21 Euro drin. Die Mädels hat nämlich letztes Jahr von Playmobil und von Lego Duplo, Lego und Playmobil, genau, hatten die jeweils einen Kalender und die kosten ja auch so 18, 19, 20 Euro, je nachdem, wo man einkauft. Und für meinen Sohn habe ich dann selbst bestückt und habe ihm halt als Ausgleich Geld eingepackt, damit er halt nicht zu kurz kommt, ne? Es soll ja alles gerecht sein bei uns. Auf jeden Fall kommt dann in den Kalender noch ein Schaumbad rein. Das teilen sich dann die Mädels. Und halt, wie gesagt, so ein Häuschen habe ich nochmal gekauft. Die packe ich dann aber aus. Ich zeige euch das, wie ich ihn bestücke. Hier nochmal Badekristalle. Und noch ein paar Süßigkeiten. Wie gesagt, am Tag kommen maximal drei Süßigkeiten rein. Und mehr gibt es dann auch nicht. Genau. So machen wir das. Und jetzt will ich euch noch zeigen, wie ich den bestücke. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich lasse liebe Grüße da. Schaut gerne auch auf meinen Kanal vorbei. Der heißt Dreifachmom. Leider ist es da aber im Moment ein bisschen ruhiger. Ich bin gerade ein bisschen am Umstrukturieren und ja, muss gucken, wo mein Weg mich hinführt. Und deswegen ist da gerade ein bisschen ruhiger. Aber ihr könnt gerne vorbeischauen. Jule setzt euch natürlich auch hier den Link in die Infobox. Hoffe ich jedenfalls. Jule, ich danke dir für die Kooperation. Und damit es nicht zu schokoladenlastig wird, habe ich natürlich noch andere Sachen gekauft. Zum Beispiel habe ich da von Play-Doh solche kleinen Becherchen geholt. Die sind jetzt schon benutzt, aber ich habe noch ganz viele. Ich habe nämlich bei MyToys letztens ein 24er-Pack geholt. Und genau, 24 Stück für 17 Euro. Also war ein super Angebot oder 17,99 Euro. Und das habe ich dann bestellt und da werde ich halt in ein paar Türchen auch Knete reinmachen, weil die Mäuse kneten natürlich auch sehr gerne. Macht mir übrigens auch viel Spaß.
Und für meine große Maus, die bastelt sehr gerne, werde ich dann ab und zu noch ein Washi-Tape reinmachen. Das ist ja so ein Achterpack, habe ich auch übrigens bei Lidl gekauft. Ja, die, die mir schon länger folgen, die wissen ja, dass ich immer bei Lidl einkaufe, weil es einfach um die Ecke ist. Und ich finde Lidl ganz gut. Und die haben immer tolle Sachen, ne? Und hier, genau, seht ihr das? Das sind so Weihnachtsmotive. Und da werde ich einfach 8 Stück Sinnes in, weiß ich nicht, jeden dritten oder vierten Tag so ein Washi-Tape mit reinlegen und jeden dritten oder vierten Tag eine Play-Doh-Knete und jeden dritten oder vierten Tag ein bisschen was von Anna und Elsa und jeden dritten oder jeden dritten und vierten Tag Süßigkeiten. Und jetzt ist mir die Kamera umgeflogen, sorry. Aber so ist das Leben. Ja, ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit dem restlichen Video und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bis dann, ciao. Und hier sind übrigens die Schokoladenkalender, die ich vorab schon gekauft hatte, weil ich nicht wusste, dass ich noch einen zum Bestücken finde. Das war dann wieder eine spontane Idee von mir. Deswegen hatte ich erst Schokoladenkalender, 2 Stück mit Eiskönigin für die Mädels. Und für meinen Sohnemann habe ich einen von Star Wars gekauft. Ich hoffe, man erkennt das. Sieht ganz schön gruselig aus, aber ja, gut. Jungs fahren ja auf sowas ab und er ist ja schon groß. Ja. Und den bekommen sie dann trotzdem noch. Und ja, wie gesagt, in der Weihnachtszeit darf es ruhig ein paar Süßigkeiten mehr sein. Aber natürlich muss man dann morgens und abends gründlich Zähne putzen. Das ist ganz klar.